wieder, Influencer sind ja die Popstars unserer Zeit. Man könnte sie schon mit Göttern vergleichen. Aber der hat doch zwei Sachen gemacht, ne? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ihre Reichweite... Der hat doch auch irgendwas mit Knochen gemacht, wenn ich nicht irre. Knochen? Ja, der hat so Dinosaurierknochen an auch so Influencer geschickt. Oder ist das das ganze Video? Ich weiß, das ist ein 11-Minuten-Video. Das ist so richtig geil, sein Video, weil da hat er irgendeiner Influencerin irgendeine Scheiße geschickt und sie wirbt dafür so und sagt, das ist voll gut und sowas, ne? Ach so, ja, weil ich nämlich... Ja, das ist Gleitgel. Ach so, ja, okay, wir gucken uns das mal an. Ja, okay, weil da gibt's nämlich auch eins, wo er sowas gemacht hat mit Knochen. Das habe ich immer auf TikTok gesehen, aber das ist älter, schreiben gerade Leute. Okay. Hallo, Dankeschön, da bin ich wieder. Vielen lieben Dank für 50 Verständnisse. Gibt's das sehr los von dir, sag ich dir so, wie es ist. Sie schon mit Göttern vergleichen, denn sie haben Millionen Fans und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ihre Reichweite ausnutzen, um für Schund Werbung zu machen. Und genau das habe ich ausprobiert. Ich habe für euch auch einen Rabattcode. Wer ist das? Kurze Frage. Ach so. Ich dachte, er hat es an einer nur geschickt. Okay. Bin ich stumm? Nein, ne? Nee. Ein Rabattcode für Shein. Ja, mit meinem Code für 15% auf alles. Oh, 10% gerne. Rabatt. Ich habe nämlich bei About You bestellt und mit meinem Code bekommt ihr... Ich bin kurz davor, die ganze Zeit Stopp zu gucken, zu drücken und mal nachzuschauen. Da. Ja, aber ich kenne... Also Sarah kennt man und Gerda bin ich ab und zu mal ein bisschen... Da bist du auch drauf, hä? Ja, aber ich habe auch Auge drauf. 11%. Mit dem Gutscheincode ganze 12%. Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und sogar ihre Prinzipien vergessen. Und deswegen brauchte ich ein Produkt, das einfach herzustellen ist und wo man auch ein bisschen schummeln kann. Und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Darf ich vorstellen, Hydrohype, die Creme für gewissenslose Influencer, die für Geld alles sagen und auch nicht so gut lesen können. Ich habe mir jetzt hier bei Amazon für ungefähr 15 Euro 5 so kleine Cremetiegel bestellt. Und dafür habe ich für ungefähr 20 Euro Klebeetiketten bestellt, die einmal gleich um den Tiegel rumgeklebt werden. Und wir haben auch Etiketten vorbereitet, wo drin steht, was in dieser Creme drin ist. Und die ersten Inhaltsstoffe sind tatsächlich wahr. Denn wir müssen natürlich preisgeben, was da drin ist, damit keiner eine Allergie hat und so weiter und so fort. Aber auch hier haben wir wieder einige Easter Eggs reingebaut. Und zwar steht hier auch drin, dass hier Uran drin wäre. Ich glaube, nicht so gut für die Haut. Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich, glaube ich, auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein lieber... Sicher, Uran wird dann nicht... Bomben und so? Was? Bomben werden... Uran. Atombomben, Uran, oder? Uran ist radioaktiv, ja. Sind auch mal auf die Haut. Einfach mal raufschmieren. Ja, aber wer lässt sich sowas durch? Ja, okay, das stimmt. Naja, wenn du für wirbst. Aber weißt du, was ich mich frage? Das musst du eigentlich im Video später sagen. Der muss ja die bezahlt haben oder gesagt haben, du kriegst das und das dafür. Das bin ich ja mal gespannt, was er denen gesagt hat für den Preis. Lieblings-Easter Egg, Pippi Kaka Seed Oil. Das sollte auch in keiner veganen Creme fehlen. Ich sehe natürlich schon wieder alle in die Kommentare schreiben, Hilfe, pack doch da kein Uran rein. Habe ich natürlich nicht. Aus Uran macht man Bomben und kriegt man sowieso nicht so leicht. Asbest war früher ein mega billiger Baustoff, aber auch krebserregend. Und Pipi Kaka, das machen die kleinen Kinder in den Topf. Ja, aber was ist denn in der Creme? Nichts Schlimmes. Es ist bio, vegan und Leute machen sich das normalerweise auf dem Körper. Aber der Rest ist Betriebsgeheimnis. Wir haben jetzt hier eine Website vorbereitet, die es wirklich in sich hat. Im Internet gibt es Photoshop-Dateien, die man sich einfach runterladen kann, wo einfach Produkte drauf abgebildet sind. Schön dekoriert mit Blumen und tollem Hintergrund und schon geilen Filter drauf. Und da kann man einfach seinen Namen, sein Logo, alles einsetzen. Ach so. Und dann sieht das so aus, als hättest du 10 Produkte auf dem Markt, die gar nicht existieren. Das fängt an mit Augenpflege, Deo, Lippenpflege, Nagelpflege, Duschmus, Porenserum und natürlich unsere tolle Skincare, die die Influencer bewerben sollen. Und dieses Foto, das haben wir uns mal runtergeladen. So sieht es aus und haben da einfach mal unser Etikett draufgeklatscht. Das gleiche haben wir auch gemacht mit sogenannten Stockfotos. Das heißt, wir haben dieses Foto einfach aus dem Internet gezogen von einer Frau mit so einer ähnlichen Creme und haben da auch unser Logo drauf gemacht. Oh Gott. Die Homepage war ein Klacks, aber da musste ich natürlich noch für Internetpräsenz sorgen und die Influencer da abholen, wo sie sind. Und das heißt, ein Instagram-Profil hochziehen. Und das durfte natürlich nicht 3 Tage alt sein, damit es nicht unauthentisch ist. Und deswegen habe ich wochenlang ein Instagram-Profil hochgezogen. Ich möchte natürlich hier nicht jeden Tag irgendwas posten und keinen interessiert. So gut aus. Deswegen haben wir Likes gekauft. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben auf jedes Posting so ungefähr zwischen 50 und 100 Likes gekauft, damit das Ganze auch authentischer wirkt. Und auch die 455 Abonnenten, die wir aktuell haben, die sind auch alle gekauft. Also man weiß es ja mittlerweile von einigen Influencern, dass die sich so vor allem unter Verlosungen mal gerne Kommentare kaufen. Da sind dann immer nur ein paar Emojis abgebildet. Aber man kann mittlerweile auch individualisierte Kommentare kaufen. Kein Witz, wie zum Beispiel Fiana833, wo auch immer der herkommt. Und der hat geschrieben, meine Eltern haben mir das schon aus Italien mitgebracht. Liebe das Mousse. Elis Kehlen kommt, glaube ich, irgendwo aus Südostasien und schreibt, endlich auch in Deutschland, Herz. Ihr war
ihr waren Nirwan 571 aus Vietnam schreibt, letztens im LPG-Biomarkt gefunden und direkt mal ausprobiert. Das sind Testimonials, die sich jede Marke wünscht. Die Hydrohype-Community ist super, vor allem in Südostasien. Ich glaube, da habe ich den Markt schon erobert. So, wir brauchen natürlich auch Content für Instagram. Das heißt, ich mache jetzt fleißig Stories vor einem Biomarkt und die werden dann später über Fake-Accounts gepostet und von Hydrohype einfach repostet, damit es so ein bisschen aussieht, als ob es schon Kunden gibt, die unsere tolle Creme hier in den Biomärkten kaufen. Digga, wie viel Arbeit der Mann da reingesteckt hat. Der Mann hat so einen Plan gehabt, das ist unglaublich. Wie sollen die das rausfinden, dass das Fake ist, Mann? Ja, ja. Fertig und jetzt haben wir ein paar Stories und ganz viele neue Kunden für Hydrohype. Nachdem ich vor ein paar Tagen die Stories von Hydrohype vor den Biomärkten gepostet habe, haben diese Biomärkte sogar teilweise reagiert. Denn's Biomarkt zum Beispiel hat unseren Beitrag geliked und Alnatura hat sogar noch einen draufgesetzt, denn die haben uns Sternaugen zurückgeschickt. Entweder hat die Social Media Abteilung gar keine Ahnung, was bei denen im Laden so abgeht, oder sie freuen sich einfach sehr, dass Hydrohype dort im Regal steht. Mega gut. Die Biomärkte freuen sich schon auf mein Produkt. Ich sehe schon meinen eigenen Hydrohype-Stand auf der nächsten Glow. Aber Step by Step, jetzt brauchte ich erstmal eine Influencerin, die für Hydrohype Werbung macht, damit die, die wir anfragen, nicht die Ersten sein müssen. Ich habe euch doch vor circa einem Monat gesagt, dass ich eine neue Creme zugeschickt bekommen habe. Wer ist das, Sydney? Berlin? Gut, da. Kennt man? Die wohnt jetzt in Berlin, weiß ich. Okay. Ron hat ein Bild mit der gepostet, weiß ich. Cool, cool, cool. Wer? Ron, Blacky. Okay, cool. Also, ja. Ja. Hab das? Eli. Ich komm jetzt. Weiter. Das ist die Marke Hydrohype. Die ist so gut, Leute. Ich kann euch nur weiterempfehlen. Ganz ehrlich, danke an Minikuta, dass sie da mitgemacht hat, weil da war Hydrohype noch nicht die. Boah, wie dumm die sich vorkommen müssen, wenn sie das jetzt sehen. Ne? Die super Marke, die sie heute ist. Aber als nächsten Schritt brauchte ich dann noch eine PR-Firma, die mich vertritt. Und die habe ich dann auch erfunden. Mit Website, Mail-Account, Instagram-Account und einer Prepaid-Nummer, um die Influencer anzufragen. Willkommen auf der Website von Corcovado Promotions, der Eventagentur, der man alles anvertrauen sollte. Im Hintergrund sind sogar Leute, die im Kino Spaß haben. Wenn das kein Vertrauen weckt, dann weiß ich auch nicht. Und sogar international aktiv. United States of America, Korea, Germany, Austria, Switzerland. Überall sind wir vertreten. Und man sieht sogar die ganzen alten Projekte, die wir angeblich schon gemacht haben. Ganz unten findet man dann sogar einige Kundenbewertungen, denn diese Agentur ist dafür zu... Die wussten das? Also das Mädchen wusste das gerade. Ach so. Das, sie hat das gewusst. Ach so. Ja, ich meine ja nicht die war eingeweiht. Ich meine ja auch die dann verarscht werden. Die sind los. Ja, das also ist die, ganz peinlich. Das ist zuständig, im Nachhinein die Influencer anzufragen, weil das macht natürlich nicht Hydrohype selbst. Hier geht es darum, dass wir gerne Instagram-Stories buchen wollen würden bei den Influencern. Für die Kalkulation ist es wichtig zu wissen, wie hoch eure Gage für eine Instagram-Story ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, mit was für Preisen ihr in die Ecke kommen, ob mir dann die Ohren schlackern oder ob wir einfach mal zwei, drei Influencer buchen. Ich bin gespannt, was diese Sarah Harrison nimmt. An den Mann. Als ob er das 2 Millionen oder so. Als ob er das liegt. Aber es geht ja nicht um Abonnenten, sondern so um Story-Views meistens bei sowas. Mhm. Oder Impressionen. Also Abos ist eigentlich scheißegal. Zu bringen. Um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Influencerin wirklich 1:1 das sagt, was ich ihr vorgebe, habe ich ein Produktbriefing erstellt. Und zwar in Form einer PowerPoint-Präsentation. Einerseits will ich dafür sorgen, dass die Influencerin, aber vor allem ihr Management, denkt, dass es sich hierbei um eine wirkliche Kampagne mit einem echten Produkt handelt. Und andererseits wirkt so ein aufwendiges Briefing einfach wesentlich professioneller. Auf der letzten Seite des Briefings habe ich nochmal einen draufgesetzt und... Digga, das sieht schon sehr krass echt aus, ne? ...habe ein komplettes Konzept erarbeitet, wie die Influencer denn das Produkt bewerben sollen. Denn sie sollen nicht nur die Anwendung des Produkts zeigen, sondern auch den Anti-Aging-Effekt. Und wie kann man das am besten beweisen? Sie sollen ein Foto vor der Anwendung und nach der Anwendung machen, um zu beweisen, dass diese Creme auch wirklich Wunder wirkt. Der Weg war also geebnet, die Firma hat den Markt erobert, die PR-Firma war bereit und jetzt mussten wir nur noch die Produkte abfüllen. Das heißt, jetzt wird das Betriebsgeheimnis gelüftet. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Influencer dafür, dass sie dann Geld bekommen für diese Kampagne, sagen, dass der Vorher-Nachher-Effekt dieser Creme wunderbar ist, dass das super funktioniert. Kann es aber nicht, denn wir füllen hier keine Anti-Aging-Creme rein, sondern dieses Light-Gel Naturoptik, also das ist Kunstsperma. Was? Und die benutzen das dann und machen es in ihr Gesicht? Ja. Hä, das ist ja fies. Ja, einfach nur ein bisschen umgesetzt, was sonst auch ist. Was denn? Alles gut, oder? Ja. Was denn? Ich habe jetzt die erste Antwort von einer Influencerin bekommen, die wir für Hydrohype angefragt haben. Allerdings schreibt sie jetzt, dass sie das Produkt gerne vorher testen möchte. Heißt, ich soll ihr das Produkt vorher zuschicken, um dann zu entscheiden, ob sie dafür wirbt oder nicht. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus und schicke ihr unsere Creme mal zu.
Ich habe allen Influencern von vornherein immer ein faires Angebot gemacht, in der Hoffnung, dass sie direkt nur aufs Geld schauen und gar nicht gucken, für was für Murks sie im Endeffekt werben. Aber mit so einer einfachen Frage, ob sie das Produkt vorher testen kann, hat sie mich gekriegt. Aber ich habe das Produkt trotzdem hingeschickt, in der Hoffnung, dass es den Test besteht. Und? Bestanden? Leider nicht. Ich habe für die Kampagne einen Korb bekommen. Aber eigentlich sollte es ja auch genauso sein, dass man die Produkte halt vorher sich anschaut, bevor man dafür Werbung macht. Aber das Gute ist, wir haben zeitgleich die Antwort von einem anderen Management bekommen, von einer Influencerin, die sich vorstellen kann, für Hydrohype zu werben. Aber auch sie möchte das Produkt vorher testen. Das heißt, irgendwie gehen gerade alle auf Nummer sicher, um sich nicht reinlegen zu lassen. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück und schicken das Paket nach Dubai. Aha. Aber ich habe ernsthaft eine Zusage bekommen. Ich habe das Paket nach Dubai geschickt, sie hat die Creme getestet und trotzdem möchte sie für Hydrohype werben. Sie sollte natürlich auch sagen, dass in dieser Creme Uran drin ist, damit sie sich halt ein bisschen zum Löffel macht. Aber ich habe das so ein bisschen kaschiert, indem ich halt gesagt habe, Urangestein gefiltertes Wasser. Uran ist ein bisschen schwierig, denn bei Atomwaffen A bis Z.de steht, dass man für eine Uranbombe nur etwas Sprengstoff und zwei Blöcke Uran braucht, um eine Bombe herzustellen. Deswegen habe ich so ein bisschen seriöses Zeug darum rumgeschrieben, damit es halt nicht auffällt. Die hat das wirklich gepostet. Hast du wirklich gepostet? Moin Guys, ich mache gerade meine Morgenroutine und ich habe gerade die Hydrohype Gesichtscreme benutzt, das ist diese hier. Für eine Sache muss ich Anissa ehrlich loben, sie hat den Content pünktlich abgeliefert. Werner, was ich nicht verstehe, das muss halt schon echt gut schallern, sonst, sonst haben die das hier, die haben es doch gar nicht nötig. Ja, weißt du, was ich meine? Das war ein richtig guter Betrag, dass sie da wirklich das Ding glaubst sich ins Gesicht schmiert. Ich glaube schon. Hey, stell dir vor, die macht ja einfach mal für, das ist Kunstschwärmer. Ja, ja, aber die weiß es. Junge, aber schmiert sich das gleich ins Gesicht oder nicht? Ja, ja, aber wäre das wenigstens Olivenöl, deswegen ist es gut für die Haut. Digga, aber ich frage mich ja, die haben das doch gar nicht nötig, wenn das bei denen so läuft, Digga, dass sie überleben und kann. Also, ich würde ganz gerne den Betrag wissen, was sie da zugesagt hat, um ehrlich zu sein. Das würde mich so krass interessieren. Gibt es dazu ein Statement? Es gibt noch, dass ich vorher schauen konnte, dass sie nichts falsch ausspricht und keine Fehler macht und hat alles on point gepostet. Die letzte Zeit habe ich die Skincare von Hydrohype ausprobiert and I absolutely love diese Gesichtscreme. Like, schau mal diese, das ist vorher, ne? Like, look at this vorher-nachher-Effekt. Das sieht so glowy aus, das ist super gegen Falten, ne? Ich sehe da ehrlicherweise keinen Unterschied. Kann natürlich sein, dass die eine Gesichtshälfte trocken ist die andere trennt, weil das die wurde gut hops genommen. Aber sei ehrlich so, das sah schon krass echt aus alles so. Muss man, also... Ja, ein Statement gepostet. Aber dafür ist ja auch da. Mal ganz kurz, wie lustig ist das, dass sie sich halt... Sie kann ja eigentlich nichts dafür, aber sich hinstellt und sagt, schau mal, wie glowy das ausschaut. Ja, ja. Sie hat in ihrer Story ein dreiseitiges Statement gepostet, aber ist schon raus. Echt? Was hatten sie da so? Junge, einer schreibt, mittlerer sechsstelliger Betrag, hat er in der Show von Hey Aaron gesagt. Ja, bestimmt. Wahrscheinlich, Digga. Mittlerer sechsstelliger Betrag 500.000. Für eine Instagram-Story. Ja. Alles gut. Ich mache mir das auch für 500.000, Männer. Auch. Schmier ich mir sogar Kacke. Ich gebe euch mal den 500 IQ-Move von meinem Manager. Er wollte wissen, also... Wie formuliere ich das? Er hat so die größten Influencer angefragt, auch für ganz legitim, für was die halt bewerben sollten. Und dann konnte er sich ein Bild machen und konnte das vergleichen mit meinen Zahlen. Das heißt, er hat gesagt, kannst du dir das und das vorstellen? Sende uns mal deine Storyviews, was nimmst du dafür? Und dann hatte er ein Bild, was abgeht. Und er hat bei der Top-Top-Influencer-Schiene in Deutschland angefragt. Und da sage ich euch so, wie es ist, du bist sehr gut dabei, wenn du für eine Insta-Story, das ist schon krass viel Geld, wenn du da fünfstellig zahlst, dann bist du sehr krass, dann bist du schon, das ist so. Also sagen wir 15.000 zum Beispiel. Insta-Stories, wenn du so mit zwischen 10 und 15, dann bist du sehr krass dabei. Okay, krass. Insta-Stories, aber da sind halt mehrere Slides und so. Und Postings und so, das ist halt teuer. Postings, Streams, Stories, das kommt ein bisschen darauf an. Digga, aber für eine Story... Nee. Und da frage ich mich dann halt, Digga, wenn es so bei der läuft, das sind free 10.000, ne? Ja, aber 10.000. Ja, aber 10.000. So. Ich glaube nicht, dass die 10.000 dafür bekommen. Ja, aber das sind 10.000, sind die, du musst dir vorstellen, die ist noch in Dubai. Das sind 10.000 einfach, Eli. Ja. Also 10.000. Dafür, dass sie sich ein bisschen was ins Gesicht schmiert. Ja, ja, ich weiß, aber ich wollte das sagen wegen Sydney, weil da irgendeiner anscheinend gerade reingeschrieben hat, er hat mittelstellig, fünfstellig bekommen. Ja, ja. Müsste ein Timeout bei dir kassieren, für sowas. Super, erfrischend an.
Ein wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Orangestein gereinigte Wasser. So, da ist es, das Orangestein gereinigte Wasser. Kann auch sein, dass Enissa gar nicht weiß, was Uran ist, aber kann man heutzutage eigentlich auch googeln. Gut, aber ihre Haut strahlt auf jeden Fall jetzt mehr als ihr Handy. I think that's what gives it like this very hydrating feeling. Und es ist 100% parabenfrei, silikonfrei, vegan, bio und tierversuchsfrei, was super wichtig ist. It's like just a natural product. Plastikel hier ist auch super von unterwegs und es ist generell really good für empfindliche Haut, like I have. Optimal. Sie hat 1:1 das gesagt, was im Briefing stand, aber nicht so optimal ist, dass sie halt gar nicht hinterfragt hat, was sie da überhaupt sagt. Ist auch erhältlich bei ausgewählten Biomärkten, aber ihr könnt auch hier gerne einfach hochwischen. Außerdem hat sie noch dieses Foto in ihre Story gepostet, ein Beweis für den Vorher-Nachher-Effekt. Und da muss ich sagen, sieht man ganz klar, dass sie da irgendwie dran gemogelt hat, denn so ein Effekt kann Hydrohype gar nicht hervorrufen, da ist ja nur Gleitgel drin. Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil sie da offensichtlich für Geld ihre Zuschauer belügt. Gestern ist die Story von Enissa Bukvic online gegangen und daraufhin ist einiges passiert. Zum Beispiel folgt mir jetzt die Schwester von Sami Slimani. Ich zeige euch jetzt auch mal die Textur, die ist mega leicht. Ja, das stimmt. Und es wäre eigentlich mal ein cooler Coup, ihn ranzubekommen. Und am Ende wollte der Manager noch mit mir telefonieren. Und so ein Telefonat, das habe ich noch nie in meinem Leben. Leute, das war der erste Teil von Hydrohype. Und den nächsten, den könnt ihr schon vorab sehen. Nämlich immer donnerstags und samstags auf Join. Da gibt es nämlich eine neue Sendung. Achtung, Aaron. Von Aaron. Ich darf auch dabei sein. Und dort seht ihr schon den nächsten Teil. Link in der... Statement ist Englisch, das ist Quatsch bei Eli. Was ist denn so der Call so ungefähr? Boah, das ist natürlich unangenehm, ja. Das ist natürlich unangenehm. Everything has changed every day.